Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu Hashtag SRF Global. Ja, im Laufe der Geschichte, da sind nicht viele Revolutionen gelungen und schon gar nicht solche ohne Blutvergießen. Aber genau vor einem Jahr, da ist so eine geglückt. Grund genug hinzuschauen. Und das tue ich mit meinen Gästen. Mit unserer Korrespondentin Lucia Cirki in Jerewan, der Hauptstadt in Armenien, zugeschaltet. Und mit Daniel Boxler, Demokratieexperte und Professor für Politikwissenschaften an Universitäten in Budapest, in Belgrad und in Zürich. Heute ist er uns aus Belgrad zugeschaltet. Herr Boxler, wo genau in Belgrad stehen Sie denn? Wir stehen hier auf einem historischen Platz. Im Jahr 2000 hat sich hier eine Revolution zugetragen, die rund um Europa nicht nur Schlagzeilen gemacht hat, sondern auch Nachahmer gefunden hat. Damals hatte Slobodan Milosevic, der Machthaber im alten Jugoslawien, die Wahlen gefälscht. Und die Leute sind auf die Straße gegangen. Am 5. Oktober hier auf dem Platz vor dem Parlament hat die Macht gekippt. Jetzt schalten wir wieder zurück nach Jerewan zu Lucia Cirki. Dieselbe Frage an Sie. Wo stehen denn Sie genau? Also ich stehe hier auf der Kaskade von Jerewan. Hinter liegt die armenische Hauptstadt. Hinter den Wolken, heute leider ein wenig versteckt, das Symbol von Armenien, der Berg Ararat. Die Treppen um mich herum, die wurden noch zu den Sowjetzeiten begonnen zu bauen. Doch fertiggestellt hat sie ein vermögender US-Amerikaner mit armenischen Wurzeln. Und diese Treppe, die steht für mich doch sehr symbolisch für die Geschichte des Landes, die geprägt ist von der Herausforderung, auf der Höhe unserer Zeit anzukommen. Und die Revolution sehe ich ganz in diesem Sinn als einen Versuch in der Geschichte Armeniens. Jetzt haben wir wenigstens mal oder schon mal einen biblischen Berg in der Sendung und dann versteckt sich der in den Wolken. Egal. Sie sind schon seit ein paar Tagen in Jerewan. Wie würden Sie denn die Stimmung in Jerewan, in Armenien, beschreiben, so ziemlich genau ein Jahr nach der Revolution? Nun, gestern war das Wetter deutlich besser als heute. Es war gestern auch ein Feiertag in Jerewan. Ich habe allerdings keine 1. Mai-Demonstranten angetroffen, als ich in der Stadt unterwegs war. Es war mehr eine Stimmung von einem Sonntagsspaziergang. Die Armenierinnen und Armenier haben sich unter die Touristen gemischt. Und ich habe mich erkundigen wollen, wie denn die Stimmung ist, ein Jahr nach der Revolution. So habe ich von allem von Frauen ein sehr positives Feedback erhalten. Diese junge Frau hat mir beschrieben, die Revolution vor einem Jahr, die sei eigentlich mehr wie eine Hochzeit gewesen, als wie eine Demonstration. Und die Stimmung sei sehr gut. Auch diese Frau sagte, die Stimmung sei gut im Allgemeinen. Es gäbe durchaus Leute, naja, die würden sagen, es sei alles schlecht und es sei einfach nichts geschehen seit der Revolution, hat mir dieser Mann erzählt. Diese Menschen würden einfach nicht verstehen, dass es halt mehr als ein Jahr brauche, damit diese Revolution erfolgreich sei. Eine Stimme, die genau so etwas vertreten hat, hat gesagt, in seinem eigenen Leben hätte sich nichts verändert. Aber im Allgemeinen sei die Stimmung sehr gut. Allgemein habe ich doch fast keine Kritik an der Revolution gehört. Das mag auch daran liegen, dass die Armenier sich sehr freuen über Aufmerksamkeit für das doch sehr kleine Land. Nach dem Atmosphärischen, Zahlen und Fakten zu Armenien. Die ehemalige Sowjetrepublik Armenien ist ein Kleinstaat und Binnenland im südlichen Kaukasus. Armenien grenzt an die Türkei, Iran, Aserbaidschan und Georgien. Das Land zählt knapp 3 Millionen Einwohner. Ein Drittel von ihnen lebt in der Hauptstadt Jerewan. Sie liegt am Fuße des Ararat, dem 5000er, auf dem gemäß alttestamentarischer Überlieferung die Arche Noah festlief. Zahlreiche Sakralbauten in Armenien zeugen von der ältesten christlichen Kultur der Welt. Außerhalb der Hauptstadt ist das Land weitgehend hügelig bis gebirgig und landwirtschaftlich geprägt. Zu den wichtigsten Exportgütern gehören Aprikosen. Ihr wissenschaftlicher Name lautet denn auch Prunus armeniaca. Im April 2018 brechen in Jerewan und anderen Städten immer größer werdende Proteste aus.
Sie richten sich gegen die Wahl von Serge Sargsyan zum Ministerpräsidenten. Sargsyan war zuvor 10 Jahre lang Präsident des Landes gewesen. An den Protesten beteiligen sich schließlich mehrere hunderttausend Personen, darunter auch Soldaten. Ein oppositioneller Parlamentarier, der Journalist Nikol Pashinyan, wird zum Kopf der Protestbewegung. Nach einem kurzen Treffen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Sargsyan wird Pashinyan verhaftet. Die folgenden Proteste werden heftig wie nie zuvor. Tags darauf wird Pashinyan wieder freigelassen. Sargsyan tritt zurück. Seit dem 8. Mai 2018 ist Nikol Pashinyan Ministerpräsident Armeniens. Bei Neuwahlen im Dezember erhält das von ihm geführte Bündnis 70% der abgegebenen Stimmen. Ich habe noch einen sehr interessanten Fakt zu Armenien. Es leben nämlich weit mehr Armenier außerhalb des Landes als in Armenien selber. Und einige von diesen Auslandsarmeniern, die haben es zu regelrechter Weltberühmtheit gebracht. An allererster Stelle zu nennen ist da natürlich der Chansonnier Charles Aznavour. Wird ausgesprochen verehrt in Armenien, auf der ganzen Welt. Leider letztes Jahr gestorben. Oder eher von jüngeren Generationen verehrt Kim Kardashian, eine Amerikanerin, die berühmt dafür ist, berühmt zu sein. Und die hat eben auch armenische Wurzeln und die hat auch getwittert zur Revolution vor einem Jahr. Da hat sie geschrieben, dass es ausgesprochen inspirierend sei, zu sehen, wie alle Armenier in friedlichem Protest vereint seien. Das seien richtig historische Zeiten. Da muss man auch sagen, wo sie recht hat, hat sie recht. Herr Boxler, Kim Kardashian ist ganz offensichtlich Armenien sehr zugetan, aus offensichtlichem Grund. Und auch Sie sagen von sich, Sie seien ein Freund Armeniens. Warum? Ein Freund Armeniens zunächst mal, weil es ein wunderbares Ferienland ist mit einer schönen Bergwelt. Aber Sie fragen mich eher aus politischen Gründen. Schauen Sie, wenn man heute Sendungen macht wie die Ihre, dann spricht man meistens von der Demokratie in der Krise, von Donald Trump, von Matteo Salvini, von Viktor Orban und dem Schaden, den sie der Demokratie zufügen. Aber es gibt zwei Hoffnungsträger im Moment, wenn es um diese Frage geht. Das eine ist Zoran Zaev in Nordmazedonien und das andere ist Nikol Pashinyan in Armenien. Die Schritte und die Schnelligkeit, das Tempo, mit dem sich die beiden Länder im Moment in Richtung einer Demokratie zubewegen, die sind viel bedeutender als der Schaden, den Leute wie Orban, Trump oder Salvini ihren Demokratien zufügen können. Und damit sind die Hoffnungen auf diesen beiden, wenn auch sehr kleinen Ländern. Diesen Demokratisierungsprozess, wir nennen es jetzt mal in der Sendung Revolution, den haben Sie ja auch mit Studenten in Budapest an der Universität durchaus thematisiert. Genau. Wir haben an der Central European University, wo ich unterrichte, habe ich meine Studierenden gefragt, wie sollte man denn eurer Meinung nach ein Land demokratisieren? Was ist eine demokratische Art und Weise für eine politische Transition in Richtung zur Demokratie? Und die Antwort, die ich gekriegt habe, Sie müssen sich vorstellen, das sind Studierende, die viele aus solchen Ländern eben kommen, wie Mazedonien, wie Armenien, viele davon auch Aktivisten, einige, die jetzt dabei sind in diesen Hoffnungsregierungen und versuchen, etwas in Richtung Demokratie zu bewegen. Die sagen meistens ja quasi, eine Demokratie, das ist ja die Herrschaft des Volkes. Die sollte vom Volk ausgehen. Wir wollen genau solche Volkaufstände in nichtdemokratischen Regimen, wo die Leute auf die Straße gehen und damit quasi einen Umsturz bewegen wollen. Weil alles andere, das wäre ja im Ursprung gar nicht demokratisch. Dann schalten wir wieder nach Jerewan. Lucia, aus dem Volk soll es kommen, wenn ich Daniel Boxler jetzt richtig verstanden habe. Da spielen ja soziale Medien eine enorm wichtige Rolle, gar keine Frage. Das hat angefangen 2011 mit dem Beginn beim arabischen Frühling. Seither sind soziale Medien bei solchen Bewegungen aus der Zivilgesellschaft heraus nicht mehr wegzudenken. Ich nehme mal an, das war vor einem Jahr in Armenien nicht anders.
Genau, das war in Armenien wirklich nicht anders. Egal, mit wem ich hier gesprochen habe, haben alle mir geantwortet, ohne soziale Medien hätte es die Revolution vor einem Jahr nicht gegeben. Die Livestreams von den Demonstrationen haben die Leute wie Magnete angezogen, weil sie dabei sein wollten, wenn doch in ihrem Land etwas Historisches geschieht. Und der Anführer der Revolution, Nikol Paschinyan, hat wirklich sehr geschickt selbst auch Facebook genutzt, um die Leute zu mobilisieren, dass sie doch auch auf die Straße kommen sollen und sich den Demonstranten anschließen sollen. Wenn wir schon bei den sozialen Medien sind, gleich der Hinweis an unsere Zuschauer, wenn Sie Erfahrung haben mit Armenien, sei es von vor der Revolution, nach der Revolution, vielleicht waren Sie gerade in den April- und Mai-Tagen vor einem Jahr in Armenien, dann twittern Sie Hashtag SRF Global. Sie, Lucia, Sie haben ja verschiedene Akteure getroffen, die vor einem Jahr eine tragende Rolle gespielt haben. Und den Anführer der Revolution, Nikol Paschinyan, den habe ich leider nicht getroffen. Doch er selbst hat immer gesagt, ja eben, es handle sich hier eigentlich um eine Revolution der Bürger. Und er sei eigentlich kein Anführer der Revolution gewesen. Für mich steht es jedoch außer Frage, Nikol Paschinyan hat es geschafft, die breite Masse zu mobilisieren. Er hat es geschafft, über alle Bevölkerungsgruppen hinweg die Leute davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, auf die Straße zu gehen und für die eigenen Rechte einzustehen. Und das ist doch ihm zu verdanken, dass dies gelungen ist. Egal, wen ich gefragt habe, ob er oder sie an der Demonstration war, haben alle gesagt, na klar, es war doch jeder dort. Sie nennen sich das Samtene Quartett. Und er spielt die Bratsche. Unser Quartett gab es schon vor der Revolution. Doch wir hatten überhaupt keinen Namen. Während der Revolution kamen wir auf die Idee, den Namen zu übernehmen. Und seither heißen wir das Samtene Quartett. Auch ein Jahr nach der Revolution spielen sie regelmäßig vor Publikum auf der Straße. Die Musiker schlossen sich den Demonstranten aus Überzeugung an. Denn wir glauben, dass Kunst das Zeitgeschehen nicht nur kommentieren kann, sondern auch Realitäten schaffen kann. Dass sie Beethoven spielen, kommt nicht von ungefähr. Beethoven ist mit bestem Beispiel vorangegangen, wie ein Künstler sein soll. Er selbst war der größte Revolutionär. Wir haben es im Einspieler gesehen, Lucia. Junge Leute haben ganz offensichtlich eine große Rolle gespielt bei den revolutionären Vorgängen in Armenien vor einem Jahr. Das hat sich dann auch bei den Wahlen im letzten Dezember zum armenischen Parlament niedergeschlagen. Das Durchschnittsalter da sind, glaube ich, ist 40 Jahre. Zum Vergleich, in der Schweizerischen Bundesversammlung ist das Durchschnittsalter 52 Jahre. Da hat in Armenien in der Politik ein regelrechter Generationenwechsel stattgefunden. Ja, die junge Generation in Armenien wird seither auch die Lokomotive genannt, die Lokomotive hinter Paschinyan, dem neuen Premierminister. Und durch ihr Engagement an der Revolution vor einem Jahr ist jetzt eben diese junge Generation auch ein wichtiger Schalthebel der Macht im Land gekommen. Und ich habe mit zwei Jungen dieser neuen Revolutionsgeneration hier in Jerewan gesprochen. Sie ist eine der jüngsten Abgeordneten im Parlament von Armenien. Vor einem Jahr nahm Hripsime noch an Demonstrationen teil. 2018 Demonstrantin. Sie besetzte mit hunderten Mitstreitern das öffentliche Radio von Armenien. An diesem Tag gelang die Revolution noch nicht. Doch rund eine Woche später trat die Regierung zurück. I have to confess that me, as many of my friends, would not really believe that it would take us only several months that it would be possible to really achieve the political change with no act of violence. Definitely, I mean, from the government side, right? The ex-government side. Wir treffen uns im Garten vor dem Parlament. 2019. Parlamentarierin. Der Zugang zum Parlamentgarten
Symbol für die Veränderung in Armenien. Vor der Revolution war dieser Park nicht öffentlich zugänglich. There are no fences, there are no borders between the authorities and the citizens, because citizens are the state. And we, the ruling authorities currently, the government and the legislation, are only the representatives, the elected representatives of people. We are one of them. There should be no separations, and people should be as close to this building where the decisions are made as possible. Eines der größten Probleme Armeniens ist jedoch ungelöst. Viele wandern aus, vor allem junge Armenier. Selbst der neue Staatssekretär für Migration hat ans Auswandern gedacht. Hätte es die Revolution nicht gegeben, wäre Armen vermutlich nicht mehr hier. If I say no at this moment, it will be hypocrisy. Yes, but mainly in connection to education. My bit was totally connected with education because I have this academic background and I come from this academia part. 2018, Dozent. Heute beschäftigt sich mit dem Erbe der sowjetischen Bürokratie statt Forschung. 2019 ist Leiter des Migrationsamtes. Yes, the revolution and the political changes and sort of change of the atmosphere in the country is a very important factor, but it is not the only factor, and it's a short-term factor. We should also consider the economic changes. Eine Perspektive für die Jugend zu schaffen in Armenien, das versuchen beide. Ob sie diesen Ansprüchen gerecht werden, die Generation der Revolution bleibt selbstkritisch. Though we're quite critical to the process as well, because very many of us, and I mean the MPs from the ruling faction, used to be political activists and opposition for too long to be now satisfied with anything that happens. So we have this very critical standpoint towards everything, and I think this is really healthy and constructive. Viele junge Paare verlassen nach der Hochzeit Armenien, denn sie finden keine bezahlbare Wohnung. Dieses Problem hat auch die junge Generation seit dem Machtwechsel noch nicht aus der Welt geschafft. We have moved very small bit forward in this issue during the time I'm not full 1 year yet in the office. During this few months that I'm in office, there is hope and there is this tenacity to go into more detail and to try to solve these systemic issues. Das System zu stürzen kostete die junge Generation in Armenien einen Monat. Das System neu aufzubauen, dafür braucht die Generation der Revolution noch viel Geduld. Ja, Geduld gehört offensichtlich auf den Rezeptblock für eine gelungene Revolution. Jetzt wird aber schon Kritik an Ministerpräsident Pashinyan laut, zum Beispiel, dass die neue Regierung mit diversen korrupten Oligarchen etwas gar pfleglich umgehen würde. Nun ja, diese Kritik wird in der Tat geäußert hier in Armenien. Doch man könnte genauso argumentieren, dass vielleicht zum Erfolg einer Revolution auch dazugehört, dass es nicht zu einer politischen Prozessen kommt, nicht zu einer Reihe von politischen Prozessen kommt gegen ehemalige Regierungsmitglieder, gegen Oligarchen, die mit der Regierung verbunden waren. Und so hält sich das vermutlich ein bisschen die Waage, dass es ein bisschen von dem einen und ein bisschen von dem anderen braucht, damit am Schlussende dann eine Revolution erfolgreich ist. Höchste Zeit, wieder nach Belgrad zu Daniel Boxler zu schalten. Ich habe eben den Rezeptblock für eine gelungene Revolution beschrieben. Gibt es überhaupt ein Rezept für eine gelungene Revolution? Ich würde sagen, im Gegenteil. Wenn Sie versuchen, eine Demokratisierung über eben eine Revolution, über einen Volksaufstand anzuzetteln, dann haben Sie schon fast sicher verloren. Wenn wir die
Wir schauen immer quasi aus der Retrospektive gerne die gelungenen Beispiele an, wo es zu Veränderungen geführt hat. Aber wir kennen auch aus der jüngeren und weiteren Geschichte Beispiele, wo das eben nicht funktioniert hat. Iran beispielsweise, wo es zu einem, am Schluss zu einer islamischen Revolution quasi sich die Bewegung geändert hat und zu einer neuen Diktatur. Wir denken sicher auch an den arabischen Frühling, Ägypten, wo die Muslimbrüder und dann das Militär übernommen haben. Syrien, Libyen mit Bürgerkriegen. Das ist ein viel wahrscheinlicher Ausgang. Und das Schwierige an einer Revolution oder einer quasi solchen Volksaufstand, Demokratisierung von unten ist, sie können das überhaupt nicht planen. Es kommen sehr viele Schwierigkeiten auf sie zu. Es ist im Prinzip Management, Tag für Tag müssen sie improvisieren, auf die Lage anpassen. Und ich würde eher von Schwierigkeiten sprechen, die es gilt quasi anzugehen, als von einem Rezeptblock, den man jetzt für Revolutionäre verkaufen könnte. Gut, dann legen wir den Rezeptblock weg, Herr Boxler. Und ich frage Sie, was sind denn so die Schwierigkeiten, was sind denn so die Stolpersteine, die ein demokratischer Revolutionär auf dem Zettel haben müsste, worauf er achten muss, wo er sicher sein muss, dass dies oder jenes eben nicht passiert? Wir haben vorher im Beitrag gehört, dass in den Protesten in Jerewan auch Militärs mitgelaufen sind, also dass es die Sicherheitskräfte gespalten waren oder sicher zu einem Teil auch mit den Demonstranten sympathisiert haben. Heute haben wir schreckliche Bilder aus Venezuela, die uns erreichen, wo wir sehen, wie gepanzerte Fahrzeuge in die Proteste reinfahren. Also es ist ganz, ganz wichtig, wie das Regime auf die Proteste reagiert und ob es den Leuten, die Proteste führen, ob es überhaupt jemanden gibt, der die Proteste kontrolliert und ob es diesen Leuten quasi gelingt, irgendwie ein Abkommen zu schließen mit den Sicherheitskräften, mit Teilen aus dem ehemaligen Regime, die überlaufen wollen, ob explizit, implizit, damit es eben nicht zu einer Orgie der Gewalt kommt im ersten Schritt. Wir haben, wenn Sie solche Volksbewegungen, Volksaufstände anschauen, das ist auch ganz selten der Fall jetzt, dass die wirklich homogen sind, dass die Leute alle die gleichen Ziele verfolgen. Da gehen Leute mit ganz unterschiedlichen Zielen. Die einen haben Sozialismus im Kopf, die anderen eine islamische Republik, wenn wir an den Iran denken. Die Dritten quasi wollen eine liberale Demokratie aufbauen. Die Frage ist, wer behält da die Oberhand und können die Leute, die auch so ein bisschen eine Leaderfunktion wahrnehmen in diesen quasi Protesten, die auch verhandeln können mit dem alten Regime, das Momentum quasi da behalten, dass sie auch die Kontrolle haben über die Bewegung, die da auf der Straße sich abspielt. Es ist ja so, dass es durchaus auch Tatsachen gibt, die ein demokratischer Revolutionär gar nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel Stichwort Bodenschätze. Wenn es viele davon gibt in einem Land, dann wird es ja wahrscheinlich richtig schwierig, internationale Einmischung in diesen Demokratisierungsprozess zu verhindern. Die Bodenschätze spielen in erster Linie mal in einer anderen Richtung eine Rolle. Quasi die Bodenschätze können auch von den Erdöl etwa, kann von den jeweiligen Regimes auch gebraucht werden, die haben Geld in der Hand. Und was geschehen ist als Reaktion auf den arabischen Frühling, als die Regimes im mittleren Nahen Osten quasi gesehen haben, dass es erfolgreiche Aufstände gibt in Tunesien und in Ägypten, haben sie angefangen, quasi die Erdöleinnahmen zu brauchen, um ihre Bevölkerung quasi zufriedenzustellen, Brotpreise zu senken, Löhne zu erhöhen, Stellen zu schaffen. Also die Bodenschätze sind in erster Linie quasi mal ein Hindernis, weil sie in der Hand sind von den Regierungen, die damit die Bevölkerung auszahlen können, quasi mit ein bisschen Petrodollars die Unzufriedenheit senken können. Aber ist es nicht so, Herr Boxler, dass in dem Moment, wo eben Bewegung, ungeplante Bewegung in nationales Machtgefüge kommt in einem Land, dass das dann sofort ausländische Begehrlichkeiten eben weckt, dass man sich eben einmischt in so einen Konflikt, in eine Revolution aus dem Ausland, weil da eben Bodenschätze sind?
Ich würde Ihrer Aussage zu 90% zustimmen, bis zu den Bodensätzen. Es kommt immer wieder zu einer Einmischung von außen. Also wir haben das etwa in jüngsten Beispielen auch gesehen in der Region von Armenien. Wir sehen, was sich in der Ukraine zuspielt mit den von Russland angezettelten Kriegen. Wir haben das Beispiel von Georgien im Bild, früher in der Republik Moldova, wo sich der Kreml sehr stark dagegen wehrt, dass es dort zu erfolgreichen Demokratisierungsprojekten kommt und auch zu einer Annäherung an den Westen. Es geht da um geopolitische Interessen, aber es geht bei weitem nicht nur um die Bodenschätze, wie das etwa den Amerikanern immer vorgeworfen wird. Das ist, die Bodenschätze können vielleicht ein Land noch ein bisschen attraktiver machen für eine Einmischung von außen, aber es ist bei weitem nicht der einzige Faktor, der zur Einmischung von außen führt. Sprechen wir über die Schutzmacht. Ich glaube, man kann Russland so nennen, die Schutzmacht von Armenien. Da haben ja viele Leute eigentlich erwartet, dass sich Russland ganz massiv einmischt vor einem Jahr während dieser revolutionären Vorgänge. Das ist eigentlich nicht passiert. Es war eine sehr delikate Lage für den neuen Premierminister in Armenien. Wenn Sie sich fragen, mit welchen Inhalten er denn angetreten ist, was denn seine Ziele sind, jetzt abgesehen mal davon, dass er das Regime öffnen wollte, pluralisieren, demokratisieren und der Korruption den Kampf ansagen, dann war er schon jemand, den man als pro-westlich orientierten Politiker gekannt hat, der auch mit einem solchen Programm früher zu Wahlen angetreten war. Und er hat in der ganz, ganz weniger Zeit hat Pashinyan seine Politik gegenüber Geopolitik, gegenüber dem Westen, gegenüber Russland um 180 Grad gedreht, hat sich sehr russlandfreundlich gezeigt. Wieso? Armenien ist unglaublich von Russland abhängig. Einerseits haben sie russische Militärbasen an verschiedenen Orten in Armenien. Die russischen Militärs helfen bei der Grenzkontrolle in Armenien. Und Russland ist ein ganz wichtiger Spieler auch im Konflikt um Nagorno-Karabach, und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf der armenischen und auf der aserischen Seite, kann da jederzeit quasi durch Waffenlieferungen oder durch die Unterlassung von Waffenlieferungen Öl ins Feuer gießen und die Verhältnisse verändern. Und damit ist Armenien vollständig von Russland abhängig. Und es war ganz wichtig für diese junge Regierung, um sich das Spiel mit Putin damit quasi nicht zu verspielen. Armenien ist auch Teil der Eurasischen Union, also quasi dieses politisch-wirtschaftlichen Union um den Kreml herum. Nur noch ganz kurz, Herr Boxler, ich habe es mit Lucia schon angesprochen, die sozialen Medien vor einem Jahr. Waren die auch in Ihren Augen unabdingbar für das Gelingen der Revolution? Schauen Sie, wenn Sie zurückgehen in frühere Revolutionen, dann sehen Sie, jede Revolution hat ihre bestimmten Medien. Heute sind es die sozialen Medien. Im Kontext des arabischen Frühlings war es das Zusammenspiel von der sozialen Medien mit Al Jazeera. Al Jazeera hat sehr viele Beiträge gesendet, Videos, Videoclips, die ihnen über die sozialen Medien quasi geschickt wurden von Ausschreitungen, von Polizeigewalt und so weiter, die dann aber auch von Erfolgen, die dann Leute in der arabischen Welt dazu bewegt haben, auch auf die Straße zu gehen. Aber wenn Sie zurückgehen, dann sehen Sie etwa in der islamischen Revolution im Iran 1979, da waren es Audiokassetten, Tonbandkassetten, auf denen die entsprechenden Nachrichten weitergegeben wurden, nicht im gleichen Tempo wie mit sozialen Medien. Wenn Sie zurückgehen in eine Revolutionwelle 1848, die damals Europa überrollt hat, dann waren es die Zeitungen, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Also jedes Zeitalter, jede Revolution hat ihren eigenen quasi Medienträger, der eine wichtige Rolle spielt. Sagt der Demokratieexperte Daniel Boxler. Und damit muss ich mich leider schon verabschieden von Ihnen beiden. Ich bedanke mich bei Daniel Boxler in Belgrad und ich bedanke mich bei meiner Kollegin Lucia Cirki
die live heute für uns in Jerewan war. Herzlichen Dank an Sie beide. Ja, und meine Damen und Herren, falls Sie jetzt daheim irgendwie revolutionär inspiriert worden sind, wir hätten da für Sie tatsächlich eine Anleitung für eine Revolution. Ich halte das jetzt mal so in die Kamera. Von der russischen Demokratieaktivistin Nadezhda Tolokonnikova, ein Mitglied der russischen Demokratieaktivistenbewegung Pussy Riot. Das ist jetzt natürlich nicht wirklich eine akribische Revolutionsanleitung, sondern eher die Aufarbeitung ihrer zweijährigen sehr harten Lagerhaft. Aber da sind durchaus auch revolutionäre Gedankensplitter drin. Lesenswert ist das Buch allemal. Und wir würden das auch unter all denen verlosen, dieses Buch, die zur Sendung heute via Hashtag SRF Global twittern. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir bleiben global. Bleiben Sie uns treu.